So, gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir haben jetzt einen... Sauber hier drüben. Ja, wir haben jetzt einen fetten Militärhubschrauber. Drohne fliegt. Ja, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich es aufnehme. Wir haben Peter im Blick und folgen ihm zum Geld. Verstanden, wir haben sein Handy verwanzt. Wenn er anruft und über das Geld oder die Konvoiroute redet, können Sie ihm dabei zuhören. Genau, also das ist jetzt das, mich fallen lassen sollen. Schnauze. Das zweite Mal, dass ich es aufnehme, weil vorwärts, ich bin hinter dir. Vorhin, ja, oder gerade eben, gab es einen Bug und solange sie ihr Geld kriegen, sind die Bosse happy. Denn dann ist egal, wie das Geld kommt. Aber die ganze Sache ist trotzdem verrückt. Das muss doch anders gehen. Es geht nicht anders. Dafür bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Du bist der Einzige, der sowas durchziehen kann. Ich weiß, dass du mir bloß schmeißen willst, aber es tut gut. Egal, der Amo. Jetzt gib mir bitte die Linie. Papi, kommst du nach Hause? Pronto, Chaparrita. Ich muss verreisen. Sei ein gutes Mädchen und hör auf deine Mutter. Grieche, Hundchen? Ich will ein kleines braunes, sehr süßes oder ganz hell. Nina, du kannst alles haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich finde es so schade, dass ich den töten muss. Naja. Genau, also von ist der Laster, bevor wir angekommen sind, explodiert. Und genau dementsprechend. Bowman, wir haben den Konvoi. Ja. Mindestens drei schwere Fahrzeuge, ein Heli. Ja. Wir müssen verhindern, dass der Geldtransport Mexiko erreicht. Genauso wichtig ist, dass wir El Boquita ausschalten, um die Beziehung zwischen Suenio und Nidia zu zerstören. Verstanden. Erwischt. Das Ziel ist tot. Wiederhole, El Boquita ist tot. Sorry. Ich hätte dich am Leben gelassen. So. Ah, gut. Drei für Tango San. Begleitfahrzeug zerstört. Der Heli ist hin. Shit, die haben uns. Bowman, hier ist Nomad. Der Geldlaster ist erledigt und El Boquita hat nichts überlebt. Hervorragend. Die Beauty Queen ist gefickt. Mal sehen, ob sie abhaut oder bei Svenio um Gnade winselt. So oder so muss sie sich zeigen. Und wenn sie das tut, dann holen wir sie uns. Eskorte zerstört. Nidia hatte versagt. Der Gesamtverlust betrug 17 Milliarden Dollar. Nidia wusste, sie war in Gefahr. Sie brauchte mehr Zeit. Sie brauchte einen Sündenbock. Sie musste ein Opfer bringen. Es tut mir leid, Baby. Für dich, Mireille. Doch das war nicht genug. Mirena, du hast versagt. Ich gab ihr einen Vorsprung, weil ich La Reina de Belleza liebte. Doch in Bolivien kommt man mit Liebe nicht weit. Alter. Okay, Nidia schneidet Boquita den Kopf ab und macht ihn für das Scheitern verantwortlich. Suenio verzeiht ihr das nicht, aber gibt ihr einen Vorsprung. Nomad, hab's gerade gehört. Dank uns ist das Schmuggelgeschäft der Beauty Queen so im Arsch, dass sie so gut wie tot ist. Suenio hat ein Team auf Nidia und ihre Tochter Valeria angesetzt. Wissen wir, wo die Beauty Queen steckt? Sie hat sich mit ihrer Tochter in ihrer Hacienda verschanzt. Und damit genau da, wo wir sie haben wollen. Holen Sie die beiden raus, dann gibt sie uns alles, was sie weiß. Unterwegs, Nomad Ende.
Uiuiuiuiui. So. Hier, oder? Wir haben Nidia Flores Schmuggelabteilung so viel Schaden zugefügt, dass er Sueno beschlossen hat, sich von ihr zu trennen. Er hat ein Killerkommando losgeschickt, um Nidia und ihre Tochter Valeria zu ermorden. Sie müssen Flores als erstes erreichen und sie und ihre Tochter in Sicherheit. Wir haben Nidia Flores Netzwerk so viel Schaden zugefügt, dass El Sueño sie loswerden will. Schaffen Sie Flores und ihre Tochter raus, bevor die Sicarios sie kriegen. Wieso können wir sie retten? Aber ihren Mann durften wir nicht retten. Naja, okay. Omen hat halt das Sagen. Und dieser Helikopter ist geil. So. So, bin mal gespannt. Also wahrscheinlich werden wir sie irgendwie retten müssen. Ja, klar, so ist die Quest, aber, also der Auftrag. Aber, interessant wird's, ob sie, ob sie uns folgen muss oder, also, wie wir sie retten können. Also, ob mit Helikopter oder ohne. Ich glaube, wir müssen sie ohne retten. Ja, da ist auch ein ganz netter Helikopter. Aber es ist halt nicht so ein krasser, wie wir haben. Na gut. Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. So, dann wollen wir mal. Da ist noch ein Tango. Und das macht 3. Oh, süß. Hier ist Ziel Nummer 5. Das ist ja süß. So, wenn da kein Scharfschütze drauf ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Da ist noch einer. Mach 10. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Ich sehe einen Tango. Stehen noch andere darum. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. 15 Hombres. Markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da seitlich reinzugehen. Ach komm. Du musst einfach nur die Arme ausstrecken. Ha, gut. Oder auch nicht. Musst du anscheinend nicht. Krass.
So, ich bin mal sehr gespannt, ob wir es schaffen, sie rauszuholen, ohne dass wir die Wachen töten müssen. Oh, süß. Warte, kommen wir hier irgendwo hoch? Also hier kommen wir. Okay. Also hier kommen wir hier hin. Oh. Es gibt Alarm. Oh, vor allem Unidad-Alarm. Uiuiui. Okay, hier kommen wir hier rein, dann da hoch. Dann hier hin. Und da hoch. Und dann da rein. Gut. So ist der Plan. Ohne Tüten. Da ist schon wieder irgendwas explodiert. Suenius Leute greifen schon die Hacienda an. Los! Oh. Ah, cool. Guten Tag. Lassen. Alter, was für ein, was für eine geile Wohnung. Nidia und die Tochter im Blick. Wir brauchen beide lebend. Wo habe ich sie im Blick? Über mir. Ah, da. Aber wie komme ich hoch? Wie komme ich hoch? Hier ist die Küche. Nice. Wie dumm ist das denn? Man kommt hier in der Wohnung, kommt man nicht hoch oder was? Ah, hier. Oh, ist das süß? Alter. Mama! Escóndete, Valeria! Komm keinen Schritt näher! Guten La! Valeria! Steig in den Helikopter! Mama! No! Du willst mich töten, Pendejo? Hier bin ich. Aber keins von euch Arschlöcher vergreift sich an meiner Tochter! Wir tun ihnen und ihrer Tochter nichts. Wir wollen Suenio. Wenn sie uns helfen, schützen wir sie. Jodete. Als ob ich euch vertraue. Sie haben gar keine Wahl. Wie wollen sie allein in der Wildnis überleben? Sie kennen Suenio am besten. Er gibt erst Ruhe, wenn ihr Kopf ihm zu Füßen liegt. Wir sind ihre einzige Chance. Aber ich verrate El Suenio nicht. Mal sehen. Nehmen wir ihren Hubschrauber.
Lichter und Schalter hier drin. Sorry, Leute. Aber warum? Er fährt ein riesiger Hombre, wie ein Monster Truck. Er soll ziemlich groß sein. Du magst El Jefe nicht. Ich mag ihn auch nicht. Mija, sei ruhig. Halt den Mund. Du magst El Jefe nicht, weil er dir und deiner Mama wehtun wollte? Nein. Ich mag ihn nicht, weil er keine Haare hat. Keine Haare zu haben ist nicht schlimm. Vielleicht kann er nichts dafür. Sprich nicht mit dir. Ihr Typen macht mich doch bei der ersten Gelegenheit fertig. Das hängt wohl von Ihnen ab. Ihr seid die Cabrons, die El Sueño gegen mich aufgebracht haben. Unser Leben war gut, bis sie ankam. Ihr Leben lief im Zeitraffer ab und das wissen Sie. Sueño wollte Sie und Ihre Tochter töten. Sie leben noch, dank uns. Klar, nachdem ihr alles zerstört habt. Mein Lebenswerk, alles, was ich hatte. Nein, alles nicht. Naja, wir haben es schon ein bisschen zerstört, aber ich meine, was für ein Leben war das? Also klar, für sie war es richtig, richtig geil. Also die hatte Geld, sie hatte einen tollen Ehemann, vielleicht, keine Ahnung. Sie hatte eine Tochter, aber zu welchem Preis halt, ne? Nähern uns Treffpunkt. Oh, Karinja, was auch passiert, denk daran, dass deine Mama dich liebt. Okay, Mama. Okay. Hi, Ketal. Ich habe gehört, Pulpo ist weggelaufen. Er hat das Kartellgeld über die Mine und die Energy-Drinkfirma gewaschen. Tja, ohne ihn ist wohl Schluss mit Geldwäsche. Okay. Ich sage gar nichts. Gut, müssen Sie auch nicht. Aber hören Sie zu. Ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal eine hübsche Prinzessin mit dem Namen Nidia. Eines Tages traf die Prinzessin einen sehr mächtigen König namens El Sueño. Sie liebte El Sueño. Er war wie ein Vater, den sie nie hatte, und alles, was sie je wollte, war ihn stolz zu machen. Nidia hatte solche Angst, Sueño zu enttäuschen, dass sie für ihn ihre große Liebe opferte. Den Vater ihres Kindes. Alles dafür, nur dass Sueño sie liebte. Aber das war nicht genug. Es war nie genug. Sie wissen gar nichts. Eins weiß ich. Ich weiß, wenn ich das unterzeichne, werden Sie an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Und Ihre Kleine sehen Sie nie wieder. Sie kommt in ein Waisenhaus und in 5 Jahren weiß sie nicht mal mehr, wer Sie sind. Sie und ich, wir wissen beide, wie das läuft, Nidia. Wir beide kennen sowas. Den ganzen abgefuckten Scheiß, der in Pflegefamilien abgeht. Soll Valeria auch durchleben, was Sie durchlebt haben? Wer soll leiden? Valeria? Oder Svenjo? Ich will ein S-Visum. Zeugenschutzprogramm für Sie und mich. Und ich verlange volle Immunität. Trato? Wenn Sie mir Svenjo geben, gebe ich Ihnen ewiges Leben. Hey, gepasst. Mein Handelsnetzwerk war zerstört worden. Kein Kokain kam mehr herein. Kein Geld ging mehr hinaus. Die verbliebenen Drogen lagen herum, verpackt in Folien.
und sie verloren an Wert, als sie vor sich hinrotteten. Meine Männer fragten sich, woher ihr nächster Lohn kommen sollte. Der Aufbau dieser Routen hatte Jahre gedauert und Milliarden Dollar Kraft und Energie verschlungen. Das alles war nun verloren. Einschließlich der Beauty Queen. Ich gab Nidia Flores alles. Und im Gegenzug lief sie weg wie ein Feigling, anstatt wie eine Königin zu sterben. Jetzt würde sie ihr Leben lang den Amerikanern dienen. Sie hatte Valerias Vater umsonst getötet. Erstaunlich, oder? Man entfernt ein paar Puccionis und die Maschine geht zu Bruch. Okay, Nidia bringt die Idee eines hochriskanten Geldkonten. Was? Nidia hatte die Antwort auf ihre Probleme. Ein Konvoi. Die Investoren in Mexiko wollten ihr Geld. Die ganze Zeit hatte sie es mit heimlichem Schmuggel versucht. Warum schleichen, wenn wir durchbrechen können? Verstärkte Panzerung, schwer bewaffnet, mehrere Trucks, Helikopter und 17 Milliarden Dollar. Das kann nicht dein Ernst sein. Verlieren wir das Geld, ist es aus. Wenn die uns töten, was wird dann aus Valeria? Es geht nicht anders. Nein, Reina, das werden wir nicht tun. Ay, Boquita, Corazon. Das war keine Bitte, sondern eine Ansage. Und wer genau soll diesen Konvoi führen? Der Einzige, dem ich bei so etwas vertraue. Pero, was, wenn ich es nicht schaffe? Das würde ich nicht zulassen. Uiuiui, gut. Aber schon krass, dass er, also Svenio jetzt sagt so, ja, ich gebe ihr alles und sie rennt weg. Naja, also du wolltest sie umbringen, also. Tja, dann machen wir El Muro und dann die zwei und die zwei und bam. Como que parece que va a llover hoy. Aber, also bei der Beauty Queen habe ich nicht so das Problem, dass sie ins... Hola, Camarada. Ich habe wichtige Informationen für dich, mein Freund. Was ist denn? El Sueño. Einer meiner Männer will ihn gesehen haben. Wir sind jetzt schon so lange in Bolivien und das ist das erste Mal, dass ein Außenstehender El Sueño gesehen hat. Wer ist dein Mann? Du hast recht, das ist suspekt. Die Information ist nicht sicher, aber bei unseren Fortschritten muss El Sueño wohl mal sein Gesicht zeigen. Es sind keine Buchones übrig, die noch was leiten. Das ist unsere Chance, Nomad. Wir können das Kartell aus Bolivien vertreiben. Schick uns die Location vom Treffpunkt. Wir werden da sein. Wir haben eine Nachricht von Pak Katari erhalten, dass einer seiner Rebellen möglicherweise den Aufenthaltsort von El Sueño entdeckt hat. Reden Sie mit den Rebellen und finden Sie raus, was er weiß. Ich würde aber davor wirklich hier das da mal machen. El Muro hat sich gegen El Sueño gestellt und das Kartell will ihn tot sehen. Bringen Sie ihn her, bevor er verschwindet. Genau. Aber wie gesagt, also bei der Beauty Queen und ihrer Tochter habe ich nicht so das Problem mit den, also dass wir sie ins Zeugenschutzprogramm tun und halt schützen, auch wenn sie ziemlich krass ist. Also die hat schon sehr krasse Sachen gemacht, keine Frage. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie würde halt alles für ihre Tochter machen und sie hat halt den falschen Typen, also El Sueño halt als Vater gesehen, so. Schwierig. Aber genau, nächste Folge, wir sind nämlich schon wieder fertig. Nächste Folge finden wir El Muro und machen den ganzen mal ein
Den sollen wir auch retten, oder? Ich glaube schon. Naja, gut, das werden wir dann in die nächste Folge sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und habt noch einen tollen Tag. Bye, bye.